So. Sind ja auch noch welche. So, Sturmangriff. Ey, das wollte ich machen. Jo. Was ist dahinter? Ist ja gar niemand. Ist ja langweilig. Wie ist der Status? Haben Sie den Präsidenten gesichert? Negativ, Overlord. Aber wir haben das Mädchen. Wir bereiten ein Evakuierungsteam vor. Suchen Sie weiter nach dem Präsidenten. Sie will etwas sagen. Sie hat ihren Vater wurde tief in die Mine gebracht. Dann gehen wir dahin. Los! Oh, Fässchen. Hallo, lass mich auf das Fass schießen, ey. Hey, das ist doch rot. Rote Fässer sind explosiv. Hallo? Obwohl, haha. Blind. So, go, go, nach vorne. So. Und Hepper. Da sind sie. Der ist da drüben. Bleib da. Ja, ist klar. Hilfe. Das ist auch keine gute Deckung hier. Ja, hallo? Überall explodiert es nur noch. Ich hab mal ein bisschen weiter nach vorne hin. So, ein Vorstoß durch den Boden. Hui, yeah. Bam. Overlord, Jackpot, Präsident gesichert. Bestätigt. Versammeln Sie Ihr Team und ziehen Sie zum Treffpunkt. Was zum Teufel? Okay. Hier stürzt gleich alles ein. Die Vögel müssen zu uns kommen. Verstanden. Jetzt lauf weiter. Ankunft in etwa 30 Sekunden. So, meine Lieben. Oh, kann ich die RPG aufnehmen? Jetzt RPG. Der fliegt hier rein, okay. Was geht mit dem ab?
Alter. Okay. Wir haben den Präsidenten an Bord. Wir müssen weg hier, verdammt. Der Präsident ist sicher. Halt durch. Ich helfe dir. Bryce, du musst los. Schaff den Präsidenten raus. Denk nicht mal dran, Kumpel. Wir machen das zusammen. Raketenwerfer. Truck, sicher die rechte Seite. Auch ein bisschen unrealistisch, dass sie da halt so mittendrin stehen und nicht abgeknallt werden. Ohne Deckung. Ja, und jetzt. Ja, hallo. Bam. Jetzt ich sehe ja gar keinen. In dem Rauch. Yay, Slow-Mo. Voll lange. Wir müssen so ein bisschen Cheater-like. Boah, und das wackelt immer so. Yeah, die Blutspur, hey. Zu verkünden. An diesem historischen Tag treten die Vertreter zweier großer Nationen vereint vor sie. Krieg ist simpel. Angreifen ist das einzige Geheimnis. Trau dich, dann weicht die Welt zurück. Ein Kapitel, in dem wir für den Frieden ebenso viel. Wie schnell sie vergessen, dass allein der Wille eines Mannes schon die Welt verändern kann. Die unsere Existenz bedrohte. Wer ist da? Gefangener 627. Ich bin wegen dir hier, Makarov. Haben Sie es nicht gehört, Bryce? Der Krieg ist vorbei. Mein Krieg endet mit dir. So wie für Captain McTavish? Sagen Sie, Bryce, wie lange lag er im Sterben? Ich habe eure Welt Stück für Stück zerstört. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich sie finde. Da musst du nicht lang suchen. Bryce, yeah, jetzt dürfen wir den mal spielen, den netten Herrn. Sicher, dass uns diese Panzerung schützt? Sie verschafft uns Zeit. Nikolai, sind Sie in Ihrem System? Das dauert, mein Arabisch ist etwas eingerostet. Okay. Juggernaut Ausrüstung, cool. Ich habe mich eingeklinkt. Makarov ist im Atrium im obersten Stock. Das ist es. Makarov kommt hier nicht lebend raus. Bereit machen! Hell yeah, bitch! Das ist für Soap! Oh, Jurik aus dem Weg. Die zweite Welle wird jeden Moment kommen. Alter, wie langsam der ist? Das hatten wir erst als zweite Waffe. Okay. Ja, schon geil so als Juggernaut. Das hilft ihm nicht. Die Lüfte hacken, damit er nicht weg kann. Bin dabei. Ja, da rollt ein Reifen. Der Juri ist immer im Weg, ey. Andere Wagen, ja.
Ja klar, ein Raketen war von schon down, oder wie? Aber kein guter Juggernaut. Links hoch, gut. Die Rolltreppe rauf! Nikolai, wir brauchen diese Lifte! Ich habe es gleich! Vorrücken! Okay, kontrollieren die Aufzüge. Schicke sie in euer Stockwerk. Ein bisschen epic hier mit dem fetten Viech rumzurennen. Der Lift ist davon! Einfach mit dem Ellenbogen drauf, bam. Er hat jede Menge Wachen dabei. Womit bekommen wir es zu tun? Mehr als 40 Soldaten, MPs und Sturmgewehre. Feindlicher Helikopter in Anflug. Einer will zum Dach. Vermutlich zu Makarov. Nein, verdammt.